Als nächstes spricht Matthias für uns vom Republikanischen AnwältInnenverein. Danke, dass du da bist. Ja, ganz vielen Dank erstmal für diese ganz eindrücklichen Worte. Thank you. Eigentlich muss ich dem gar nicht so viel hinzufügen. Tatsächlich ist es so, nicht erst seit Wochen, nicht erst seit Monaten, seit Jahren leben Zehntausende Menschen in den griechischen Hotspots unter unwürdigsten Bedingungen. Und wir haben das jetzt wieder gehört, all das ist kein Geheimnis. Alle Menschen wissen von den katastrophalen und unmenschlichen Zuständen, denen Geflüchtete ausgesetzt sind, Geflüchtete, die eigentlich auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Und das ist keine humanitäre Tragödie, das ist keine Naturkatastrophe, über die wir hier sprechen. Die Zustände in griechischen Hotspots sind menschengemacht und sie sind eine Verletzung fundamentaler Menschenrechte. Und dass hier Menschenrechte verletzt werden, ist ebenso allen bekannt. Zahlreiche Menschenrechtsinstitutionen, zahlreiche Gerichte haben das bereits festgestellt. Zuletzt hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im April festgestellt, dass die Lebensbedingungen in Moria gegen das Verbot der unmenschlichen Behandlung verstoßen. Und dass an den Außengrenzen Menschenrechte verletzt werden und mit fundamentalen Rechtssätzen gebrochen wird, das ist kein griechischer Sonderfall und das ist auch nicht sonderlich neu. Seit Jahren ertrinken Hunderte, Tausende Menschen im Mittelmeer. Die Staaten verweigern eine eigene Seenotrettung. Sie blockieren Rettungsaktionen privater NGOs. An zahlreichen Außengrenzen finden rechtswidrige Pushbacks von Geflüchteten statt. Man arbeitet mit libyschen Milizen zusammen, um Migration zu verhindern und akzeptiert die Inhaftierung von Menschen in libyschen Foltergefängnissen. Asylverfahren werden eingeschränkt und verkürzt und eine Auslagerung der Verfahren an die Außengrenzen wird derzeit diskutiert. An den Außengrenzen, wo es niemals effektiven Rechtsschutz geben wird. Und all das ist nicht die Politik von einzelnen Staaten, all das ist die Politik Europas, nicht zuletzt von allen Regierungen beschlossen, durch den unheimlich schändlichen EU-Türkei-Deal. Und deshalb ist es auch eine Politik der deutschen Bundesregierung. Und wenn die deutsche Bundesregierung jetzt die Aufnahme von Geflüchteten verweigert, wenn sie in Dublin-Fällen die Familienzusammenführung systematisch blockiert, dann ist das keine isolierte Unbarmherzigkeit. Und da geht es auch nicht darum, dass es zu wenig Kapazitäten gibt oder Ähnliches, sondern ist es Ausdruck einer systematischen Missachtung von Recht und Menschenrechten, dann ist das eine Politik der Ausgrenzung und Abschottung und dann ist das letztendlich Ausdruck von Rassismus. Und wenn jetzt einzelne Bundesländer vorangehen mit der Aufnahme von Geflüchteten, dann ist das gut. Und es wäre gut, wenn der Berliner Senat sich heute zu einer Landesaufnahmeanordnung entscheidet und das Bundesinnenministerium zum Einvernehmen auffordert. Und wenn mehr Bundesländer dazustoßen, dann kann das den politischen Druck erhöhen. Aber eins ist wichtig zu wissen, das wird nicht ausreichen. Denn wir müssen befürchten, dass Seehofer und sein Bundesinnenministerium ihre zynische Blockadehaltung weiter aufrechterhalten. Und wenn der Berliner Senat, wenn die Bundesländer wirklich einen politischen Willen haben, dann müssen sie mehr machen. Dann dürfen sie sich nicht abhängig machen von der Bundesregierung. Symbolpolitik, rechtliche Scheindiskussionen und sinnlose Debatten um Gesetzesänderungen, die ewig viel Zeit fressen, all das wird den Menschen in Moria, die kein sauberes Trinkwasser haben, die im Dreck leben, all das wird den Menschen nicht helfen. Das Hin- und Herschieben von Verantwortlichkeiten vom Bund nach Europa und von den Ländern an den Bund, all das ist einfach nur verantwortungslos und beschämend und frisst Zeit.
Und wenn ich sage, dass die Bundesländer mehr machen müssen, wenn auch Berlin mehr machen soll, dann heißt das konkret, dass alle rechtlichen Spielräume ausgeschöpft werden müssen, indem von Familienzusammenführungen großzügig Gebrauch gemacht wird, indem andere humanitäre Normen im Aufenthaltsgesetz genutzt werden. Denn klar, das Aufenthaltsgesetz ist streng, das Aufenthaltsgesetz ist auch Ausdruck von Rassismus, das Aufenthaltsgesetz ist restriktiv, aber trotzdem, es gibt hier und da Spielräume. Und wenn ein politischer Wille da ist, da geht hier deutlich mehr. Und wenn wir heute Leute auf die Straße gehen, wenn wir am letzten Sonntag bei der großen Unteilbar-Demo weiterhin viele Menschen laut sind, dann können wir damit auch diejenigen Kräfte bestärken, die tatsächlich etwas bewegen wollen. Denn egal wer handelt und welche Gesetze genutzt werden, wir dürfen so lange nicht stillhalten. Wir müssen weiter nerven, bis das Elend an den Außengrenzen und bis die Herrschaft des Unrechts ein Ende hat. Und der Bundesinnenminister, der sagt immer, dass eine zentrale Prämisse der Migrationspolitik die Sicherung von Recht und Ordnung ist. Und das sehe ich begrifflich genauso. Aber Recht und Ordnung heißt, dass rechtsstaatliche Garantien eingehalten werden und dass Menschenrechte geschützt werden. Und zwar von allen. Dankeschön. Dankeschön an Matthias vom Republikanischen AnwältInnenverein.